Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir für die Iconoklasten eine Quest angenommen, indem wir eine Druckerpresse reparieren müssen. Zuvor haben wir nämlich die Teile organisiert und jetzt müssen wir das Ganze reparieren und da sind wir momentan auf dem Weg hin. Viel Spaß! So, dann nehmen wir alles mal mit. Vielleicht werden wir auch die Pistole hier mal ein bisschen verbessern. Okay, Werkbank. Tüfteln. Die Pistole, die wir jetzt gerade haben, ne? Kostet mich schon ganz schön viel. Schaden wird aber auch schon krass erhöht. Na komm, was soll's. Ah, die ist auch schon fast kaputt, ey. So. Und dann zerlegen wir noch die Waffen, die wir haben. Okay, kann ich die noch ein bisschen... Ich will nicht tüfteln, ich will modifizieren. Kann ich da noch irgendwas drehen? Fernkampfwaffenmod. Lauf erhöht den verursachten kritischen Schaden. Das ist schon mal gut. Fernkampfstreuung. Flüsterrohr. Ach, scheiße, Flüsterrohr. Ich will Schaden. Oh, ich habe schon die Spaßkanone drauf. Okay. Plasma. Erhöht die Magazinkapazität. Schadenstyp Schock. Korrosion. Ja, das ist alles nicht so wirklich der Burner mit diesen Korrosionsschaden und so weiter und so fort. Das macht die Waffe irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass es die Waffe einfach nur schlechter macht. Okay. Okay, wir sagen einfach diese Waffe für die Großen. Meine andere Sniper für die menschlichen und die Pistole für alles andere. Okay, das war wichtig, dass der stirbt. Und jetzt können wir uns um die Kleinen kümmern. Vielleicht ist das Magazin gar nicht mal so schlecht. Weil wir sehen, der wäre jetzt tot gewesen mit 9 Schuss. Packen wir gleich ein Magazin drauf. Oh komm, der letzte hat mich nicht mal bemerkt. Gehen wir kurz mal hier rein, packen ein Magazin drauf. So. Meine Waffen sind schon wieder halb kaputt, oder? Ne, ja, ein bisschen. Ah, ich muss dringend selbst reparieren können. Hä? War hier nicht noch einer? Doch. Ich seh dich doch. Also eigentlich nicht. Der ist hier irgendwo. Ich weiß nur nicht wo. Oder auch nicht. Hä? Der prügelt sich mit jemand anderem. Du bist freundlich, aber du bist böse. Hä? Hallo ihr? Ihr seid doch die Truppe, die am Arsch ist, ne? Hope you're here to help. We only got so many bullets left and I ain't keen on using one on you. Zora hat mich geschickt, um euch zu suchen. Sobald ihr in Sicherheit seid, schaue ich nach der Presse. Thank the Eternal. We could use a hand. But we can't leave without patching these guys up. Acker here is bleeding out and Jensen can't see straight. Our medic has got our trauma kit, but we got separated. We ain't seen him in a couple of hours.
Okay, ich schau, ob ich ihn finden kann. So viel Fleisch für mich? Nein. Apropos Fleisch. Ich finde es ganz gut, dass ich mich hier selbst versorgen kann. Auf Monarch. So, überraschen wir dich mal ein bisschen. Verkrüppeln wir seinen Arsch. Jetzt kannst du nicht mehr kacken gehen. Was willst du denn jetzt machen, ne? Oh. Leute, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Das sind ein bisschen viele. Was das ist? Das sind Gegner. Schieß drauf. Oh Gott, sie unterstützt mich nicht doch. Jetzt tun sie es. Firma dankt. Rest mache ich alleine. Wirklich. Das waren wirklich viele. Da hätte ich mit meiner Pistole echt lange gebraucht für. Ja gut, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Jetzt hätte meine Waffen nur wieder beschädigt. Okay, rein da. Terra 1, Publikation entdeckt. Druckerpresse, Arzt, ne? Ja. Ich bräuchte eine bessere Sicht. Ach komm, das kriege ich hin. Okay, ich krieg's nicht hin. Ich setz mich hier auf den Hügel. Ja, das ist ein bisschen groß. Oh, 2000. Können sich sehen lassen. Scheiße, Mann. Ich muss den Großen erwischen. Wie? Das war der Falsche. Das sind zwei Große? Ah, das wird ein Spaß. Ja, ist. Oh mein Gott, ist Willen! Da sind Gegner! Leute, da sind Gegner! Schieß doch! Schieß doch! Okay, Planänderung. Zuerst die Kleinen, dann die Großen. So. Ja, und bevor ihr fragt, ich musste den ganzen Weg über die Brücke und alles neu machen. Und ich habe alles rekonstruiert, wie ich es vorher gemacht habe. Ja, und dann benutzt dieser Fehler nicht nochmal unterläuft mit dem Sterben. Gehen wir jetzt hier in diese Tür und speichern ab. Das ist der beste Plan, den ich jemals hatte. Ah. Ich bin sogar noch einmal gestorben zwischendurch. Aber nur aus reiner Dummheit. Nicht irgendwie, weil es toll war. Hey, ich gehe jetzt sterben. Ich springe jetzt hier in den Sumpf. Oh, ist das toll. Nein, ist es nicht. Also erstmal gucken wir, was hier hinten abgeht. Aber ich glaube, hier geht es einfach nur zu den Sümpfen, ne? Ja, scheint so. Das ist da, wo wir geflüchtet sind. Das eine Mal. Oh, das ist ein Monarchschild. Immerhin. Man dürfte meinen, dass eine besiedelte Welt frei von Kreaturen ist, die die Menschen töten möchte. Oh, lass uns doch mal auf dieser hübschen Welt landen und ein paar Raptitoden-Eier mitnehmen. Okay. Zwei Kolosse. Einer größer als der andere. Einer wahrscheinlich männlich, der andere weiblich. Okay. Ja, die fressen sich da gerade satt. Dann frisst du mal schön. Und du? Und du? So, und jetzt hau ich ab. Der Plan des Jahrtausends. Ich hoffe, ihr unterstützt mich, wenn sie bis hierher kommen. Immer hier in Deckung. Sehr schön. Immer rauf da, Leute. Ja, oh ja, oh, das ist gut. Ha.
Wieso kann ich euch nicht mitnehmen? Ihr seid stärker als meine Begleiter. Nein, also. Meine Begleiter wären wahrscheinlich genauso stark, aber... Ganz ehrlich. Es wäre zu einfach, das Spiel. Und außerdem würden meine Begleiter sterben auf dem Schwierigkeitsgrad. Also komplett für immer. Die wiederbeleben ist nicht. Also vielleicht mit der Fähigkeit, die wir bekommen haben. Geht's dir gut, Dude? Sterbehilfe. Eine Langwaffe? Das weiß ich doch gerade. So eine Shotgun. War jetzt Langwaffe. Ah, nehmen wir mal mit. So eine Shotgun kann man eigentlich auch gebrauchen. Vor allem, wenn man dann später in Gebäuden drin ist. Ladies and Gentlemen, euer Arzt ist tot, aber ich habe seine Tasche. Any luck out there? Ja, euer Sanitäter ist tot, aber ich habe die Arztausrüstung. Oh fuck. Well, that's better than nothing. Thanks. We'll head out as soon as we're patched up. Naja, wir gehen jetzt noch mal ganz kurz zurück, denn diese Sterbehilfe ist ja eine legendäre Waffe. Also, ja, müsste eigentlich, ne? Ja. Die müsste doch zu irgendwas gut sein. Also verbessern wir sie. Und wir müssen schon wieder essen. Ich weiß, es ist eine nervige Eigenschaft mit dem Essen, aber es macht mich stärker. Was mich stärker macht, bringt mich nicht um. Vielleicht ist das genau die Nahkampfwaffe, die ich jetzt noch in meinem Repertoire gebrauchen könnte. So, tüfteln wir erstmal an der Shotgun. Ja, so viele Bits habe ich nicht. Aber zumindest zweimal verbessern konnte ich das. Bitte? Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Ja, kann sich sehen lassen für den Nahkampf. Muss ich schon sagen. Aber muss schon sehr nah sein, der Kampf. Da sind die einfach respawned, die Dreckschweine. So lange ist doch gar nicht her, dass ich hergekommen bin. ETF. Modifizieren wir jetzt den Kram noch. Geht nicht. Legendäre Waffe geht nicht. Cool. Na gut. Legendäre Waffen kann man nicht modifizieren. Warum ist diese Tür zu? Ah, als Gebäudeschlüssel. Sowas brauche ich nicht. Trinken, Likör. Naja. So, Mitarbeiter. Evaluationen anzeigen. Abruf läuft. Lade das letzte abgerufene Dokument. Fortsetzen. Sanya hat die unliebsame Angewohnheit, seine Berichte mit Zahlen und Statistiken zu füllen. Die Verwendung von Slogans, Jingles oder Taglines ist mangelhaft. Präsentationen sind oft trocken und Gelegenheiten für emotionales Investment oder humorvolle Referenzen bleiben ungenutzt. Sanya tendiert außerdem dazu, Arbeit abzuschließen, anstatt sie zu delegieren, was für eine Position in der oberen Führungsebene nicht förderlich ist. Insgesamt weisen Sanyas Arbeitsangewohnheiten auf eine überbordende Detailtreue und einen Mangel an Visionen hin. Eine weitere Beförderung wird nicht empfohlen. Verbesserungsbedarf in folgenden Arbeitsbereichen: interprofessionelle Kommunikation, Bündigkeit, Delegation, Ideenfindung. Brian Graham. Grahams Verständnis zur
Produktkommunikation und Markenbewusstsein ist beeindruckend, insbesondere für einen einfachen Redakteur. Er hat ein Talent für eingeprägte Slogans und Taglines. Allerdings fällt es Graham schwer, sich kurz zu halten, und er ignoriert Vorgaben für Schriftarten und Formate. Ein Teil seiner Arbeit weist zudem subversive Tendenzen auf. Weitere Beaufsichtigung empfohlen. Ah, Dora, wer ist das denn? Dora beweist ein wahres Talent für kurze, aber fesselnde Präsentationen mit einprägsamen Slogans. Ihre Dedikationsfähigkeiten sind ebenfalls ausgezeichnet. Sie kann zu jedem beliebigen Thema ein langes Meeting planen und es mit reichlich Arbeitsaufträgen für alle Mitarbeiter beenden, zur Beförderung empfohlen. Ich kann alles löschen. Cool. Warum auch immer. Ja, kein Wunder. Die ich nicht kannte, die war natürlich für Beförderung. Ne? Klar, sonst wären ja die anderen nicht zurückgeblieben. Also, zurückgeblieben im Sinne von hier geblieben. Ein zurückgebliebenes hier im Spiel wieder. So. Alles klar, dann gehen wir wieder hoch. Ein Glück, dass der Koloss hier nicht wieder belebt worden ist. Das wäre es ja gewesen, wenn ich von dem überrascht worden wäre. Weißt du, für kleine Spinner da was waren? Schade, dass ich nicht genug Geld hatte, um die Waffe noch weiter zu verbessern. Aber das kommt dann noch. Dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch die legendäre Variante von unseren Snipern, ne? Und da, ja gut, der Pistole hatte ich ja schon eins, aber... Vielleicht die legendäre Pistole verbessern. Vielleicht wäre das ja genau die Sache, die mir fehlt. Bin ich noch nicht auf die Idee gekommen. Ja, wir müssen dafür halt nur ein bisschen Bits in die Hand nehmen. So, Ladies and Gentlemen. Wir haben gleich, glaube ich, einen harten Kampf vor uns. Aber wir haben gespeichert. Ach, gucke mal. Hier war auch eine Werkbank. Hätte ich gar nicht zurücklaufen müssen. 300 Bits habe ich jetzt, ne? 330. Verdammt! Hat jemand noch 30 Bits für mich? Surprise! Zack! Zack! Ach, der lebt noch! Ich habe seinen Lebensbalken gerade noch gesehen. Ja, komm mal her. Lauf doch nicht weg! Junge! Wo willst du hin? Es gibt kein Entkommen von mir und meiner Macht. Akzeptiere deinen Tod. Ja, die Waffe ist gut. Muss ich schon sagen. Habe ich irgendwelche Malis drauf? Nö. Schlossknacken ist einfach noch auf 53. Ist das widerlich. Schau in verschlossene Behälter hinein. Ah. Aber ich brauche halt nicht noch die Technik ganz hoch. Ah. Zerlege Waffen und Rüstung für eine Chance von 20% auf einen normalen Mod. Oh, so viele Level da reinsetzen. 20% Chance, dass von dir reparierte Gegenstände neuwertig werden, das, was Wert und Haltbarkeit erhöht. Experte, zerlege Waffen und Rüstung für eine Chance von 10% auf einen seltenen Mod. Oh Gott, ich will das ganz hoch haben. Schaden gegen Robotereinheiten. Also, wir haben schon Anfänger. Wir können ich kann jetzt meine Waffen schon so reparieren. Cool. Aber der Rest ist auch richtig gut. Schaden, oh gut, den 100 müssen wir nicht meistern. Schaden gegen Robotereinheiten. Vielleicht später. Aber so sieht doch schon ganz gut aus. Ah, die Waffe kann zu Boden werfen, wie cool. Okay, jetzt bin ich weg. Aha, bist in der Falle. Genau das wollte ich, dass du hierher kommst. Richtig gute Nahkampfwaffe. Auf 30 Bits. Wir müssen wieder Geld farmen. Ohne Ende. Ärgerlich.
Bin noch ein halbes Level weit entfernt. Guck mal, das ist ein Digger. Wir sollten ihn zuerst anlocken. Hallo? Okay. Dann unsere Schotti. Bezieh dich, Junge. Ich hab den Papa getötet. Richtig gut mit der Schotti. Ich hab ihn erstmal richtig schön zu Boden geworfen und hab ihn dann fertig gemacht. Geilo. So wünsche ich mir das doch. Ich hab Bits bekommen. Werkbank entdeckt. Ich war da schon dran. BTF. modifizieren Tüfteln da. Ich habe 9 Bits von dem Sack bekommen. Geil. Nicht mal genug, um meine Waffe zu verbessern. Komm, wir sind hier in einem menschlichen Gebäude. 5 Bits. Chronofeld ergriffen. Okay. Whatever das ist. Verkaufen. So. Muss jetzt eine Zeit lang wieder verkaufen. Wenn ich halt keine Sachen mehr zum Reparieren habe, kann ich sie halt immer noch verwerten. Okay, kann ich Essen verkaufen? Du bist wertvoll, ne? Lauftempo, Angriffsgeschwindigkeit. Tschüss. Du bist einigermaßen wertvoll. Ja, komm, scheiß darauf. Du, Lauftempo, Angriffsgeschwindigkeit. Kritischer Schaden bleibt. Alkohol kann sowieso weg, ganz ehrlich. Den Scheiß brauche ich nicht. Auch weg. Das kann weg. Das bleibt. Das kann weg. Das bleibt definitiv. Ich brauche das Essen. ich muss mich halt nur irgendwie um Trinken noch kümmern, dass ich irgendwie Trinken bekomme. Rüstungswert. Verbraucht denn so ein Scheiß. Ah, Trinken ist wichtig. Begleite Abklingzeiten. Puh. Oh. Auntie Cleo. Ist aber nichts wert. Irgendwas Wertvolles hier. Auf Laderate kann weg. Bist du eine Flasche reines geschmolzenes Packeis? Koffeinhaltiges Getränk? Guck dir das an. Bonus auf Kopf- und Schwachstellentreffer. Wenn ich mir das reinziehe, ne, bei irgendeinem richtigen fetten Bosskampf, dann geht das ab. So, was haben wir hier ohne Ende? Du bist 300 wert. Stellt für jeden deiner kritischen Treffer ein Teil deines... Das ist das, was ich gerade gefunden habe. Das ist geil. Das kann weg. Was haben wir hier noch? Glatt und Gradlauf. Fernkampfsteuerung. Fernkampf, Waffenschaden, Waffenschwanken. Das brauche ich nicht. Wenn dein Leben zu weit fällt, macht dieser Mod dich kurzzeitig unverwundbar und erhöht deine Regeneration. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit. Gut, ich habe 2 gute Rüstungsmods, die ich ehrlich gesagt gerne installieren würde. Ich habe schon lange nicht mehr auf meine Rüstungsmods geachtet, merke ich gerade so. So, tüfteln. Nee, nicht tüfteln.
So. Nicht tüfteln. Ich will nicht tüfteln. Der Helm? Ach, ich habe nichts am Helm. Okay, ist nicht das, was ich möchte. Achso. Schrittgeräusche, Tragekapazität. Das Problem ist, ich das jetzt ranmache, kann ich da mehrere ranmachen oder nur einen? Ich glaube nur einen, ne? Ich pack das erstmal ran. Panzerung, Gerät. Ich konnte doch zwei Geräte ranmachen, oder? Aber ich glaube, ich habe jetzt verstärkt und weiß jetzt nicht, was passiert. Durable-Schützer mit reaktivierter kinetischer Schildprojektion modifizieren. Mods können nach dem Verbauen nicht mehr zurückerlangt werden. Wenn du diesen Mod auf diesem Platz installiert, wird der aktuelle Mod zerstört. Okay, das ist nicht gut. Aber ich kann noch Fähigkeit ranmachen. Fernkampfwaffenfähigkeit. Komm, packen wir mal. Was haben wir noch? Nahkampf. Dialog. So, und dann haben wir noch Fähigkeit. Ja, Tragekapazität ist eigentlich niemals verkehrt, ne? So. Die Rüstung ist komplett. Bräuchte halt noch einen Helm, wo ich was drauf machen kann, ne? So, wir haben momentan verstärkt drauf. Aber das hier ist einfach nur mehr wert. Ist beides verstärkt. Ja, gut. So! Und schon sind wir noch besser ausgerüstet. Übergang zur Wildnis? Ich muss sagen, der Arzt, der hat mir ziemlich weitergeholfen mit seiner Shotty. Und die hat's ganz schön gerissen. Wir haben zwar noch nicht die Druckerpresse gefunden zum Aktivieren, aber wir stehen kurz davor und das erledigen wir auf jeden Fall dann morgen. Haut rein, ciao.